Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei The Bus Driver. Heute gehen wir die nächsten drei Linien an von der Stufe 2. Linie 91, guten Morgen. Ein fantastisch klarer Tag. Eben ist die Sonne aufgegangen, die Arbeiter müssen zur Arbeit, denn bald beginnt die Frühschicht. Sie verlassen sich dabei auf sie und ihre Fahrkünste. Ein guter Busfahrer bremst und beschleunigt sanft. Dann machen wir doch das mal. Und los geht's. Sechs Haltestellen bei dieser Linie. Ja, come on. Okay. Jetzt wird es wieder lustig mit den Kurven fahren. Oh Mann. Richtig schön im Industrieviertel rumgurken. Ja, genau. Okay, war noch grün. Fuck. Hat niemand gesehen. Alles gut. Barnes. Nächster Halt, Stockwell. War ja klar, dass die Ampel wieder rot wird. Interessant, wo wir hier durchfahren und uns durchschlängeln. Hätte man ja nicht besser. Holy shit! Planen können. Was die. Ach, come on! Wow! Was die Streckenführung angeht, wollte ich eigentlich sagen. Da wir hier eine richtige Zickzack-Linie fahren. Aber gut, nicht mein Problem. Wieder sachte bremsen. Ja, okay. Nicht perfekt, aber reicht mir. Green Dragon Lane. Okay. Hört sich interessant an. Wieso auch immer man eine Bushaltestelle so nennen würde. Aber okay. Brantford, nächster Halt.
hier im Industrieviertel ist es natürlich fies, dass Fahrzeuge auf unserer Spur hier stehen. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Endhaltestelle Hounslow. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und wir verabschieden uns von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie mit uns Ihre Reise gewagt haben. Nimm die Kurve bitte. So. Haben wir es geschafft? Sind wir jetzt überpünktlich oder? Ne, sind wir nicht. Beförderte Fahrgäste 42, Bonuspünktlichkeit 66%, Bonusfahren 24 und Strafe fahren 2. Ja, damit kann ich leben. Old Town Bells School. Alltagstrott am Morgen. Sie sind Schulbusfahrer der Old Town Bells School. In der morgendlichen Rush Hour ist der Verkehr sehr dicht. Fahren Sie vorsichtig. Fahren Sie nicht zu früh von der Haltestelle los? Sorry. Warten Sie, bis die Uhr 0 erreicht und die Anzeige das Startsignal gibt. Gut. Fahren wir ein paar Schulkinder herum. Sollte eigentlich kein Problem für uns sein. Okay, außer... Man fährt scheiße. Aber gut. Da kann ich ja nichts dafür, dass die Steuerung so scheiße ist. Wenn man jetzt auf der Kreuzung die Spur wechselt, kommt dann auch Bonuspunkte. Ich glaube nicht. Von daher lieber auf diese Art und Weise. Sieben Haltestellen, Horsten. Los geht's. Ist jetzt alles gut? Keine Vorkommnisse. Okay. Ich wollte gerade sagen, schwebt dann die Eisenbahn durch das Bild oder was ist das genau? Fuck, wir müssen rechts. Sorry guys. Da habe ich jetzt nicht darauf geachtet, wo wir lang müssen. 100 Punkte minus. Danke. Für absolut gar nichts. Die Ampel wird rot. War so klar! Fuck, Kerl. Scheiße. Naja. Das wird wohl keine gute Strecke für uns. Minus 59 Punkte. Oh Mann. Traurig.
Los, Leute, schön fahren. Das war noch gelb. Ein guter Blinkereinsatz, danke. Wenigstens etwas. Weil wer hier auf die Idee kommt, zwei Haltestellen nacheinander so neu zu bauen, ist ja auch irgendwie ein Genie. Come on. Ernsthaft. -10 Punkte. Oh Mann. Das Spiel nimmt's echt pingelig. Und wieder eine rote Ampel. Tja. So ist das Leben als Busfahrer. Noch drei weitere Haltestellen. Und dann sind wir auch schon am Zielort. Ich denke mal der Schule angelangt. Yes. Die Schule ist die Endstation. Viel Spaß in der Schule, Kinder. So fies, ich weiß. Das schaffen wir noch. Wow. 20 Punkte Bonus. Für was auch immer. Aber okay, sage ich nicht nein. Oha, sogar das Stoppschild fährt aus, habe ich erst jetzt gesehen. Okay, hier auf der linken Seite ist die Schule. Und gleich sind wir auch schon da. Hoffentlich pünktlich zum Schulstart. Damit die Kinder ja nichts verpassen in der Schule. Wäre ja schade. Go, go, go. Jetzt wird hoffentlich die Ampel auch noch grün. Bitte, komm schon. Danke. Auf das habe ich gehofft. Und da wären wir auch schon.
Old Town Bells School. So, viel Spaß in der Schule, Kinder. Behörde Fahrgäste 18, Bonus Pünktlichkeit 21%. Scheiße. Bonusfahren 38, Strafverfahren 4. Naja. Hätte man es besser machen können, aber gut. Lassen wir mal so gelten. Linie 21, Nordbogen. Linie 21 verbindet das Terminal West in der Westside mit der Ewell Central Station in der Old Town. Sie hält in allen nördlichen Vororten, auch an Buena Vista Yachting Club. Schalten Sie im Notfall die Warnblinkanlage ein, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Okay. Sollte ich diesen Tipp ernst nehmen? Warnblinker F. Mal schauen. Ob es irgendwas bringt. Also einsteigen bitte. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Wenn ich mich richtig daran erinnere. No. Oh. Fast in die Wand reingefahren. Und weiter geht's. Buena Vista Yachting Club. Die Ampel wird... Okay, doch nicht so gut. Ich dachte schon, sie würde uns fertig machen. Komm schon! Fuck. Da hätte ich jetzt die Vollbremsung in Kauf nehmen sollen. Und das sind nur 100 Punkte minus. Statt 200. Sieht doch ganz idyllisch aus hier. Schön am See entlang. Und da baue ich jetzt hoffentlich keinen Unfall. Auf dieser Strecke. Du Scheiße. Alles gut. Hab's unter Kontrolle. Danke fürs Warten, Freundchen. Für was war jetzt diese Strafe, bitte? Okay. Das wird jetzt schon etwas lustiger. Über diese Straßen hier zu fahren. Mit dieser Steuerung. Und Bäume im Weg, dass man nichts sieht. Oh Mann.
Das sind zwei Spuren. Okay, gut. Vier weitere Haltestellen. Dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Come on. Lass mich vorbei. Hier gäbe es sogar eine Busspur eigentlich. Habe ich jetzt nicht bemerkt. Aber gut. Wir haben es ja auch so geschafft. Alles einsteigen bitte. Kommt schon, wir müssen abfahren. Pünktlichkeit wieder mal am Arsch. So wie immer. Ich versuche eigentlich mein Bestes zu geben, aber kann man hier einfach nicht. Nächster Halt, Barking Side. Komm schon, Wechsel auf Grün, danke. Ach, come on! Bloß weil hier Fahrzeuge im Weg stehen. Weiter geht's, nicht lange nachdenken. Perfekt. Endhaltestelle. Ewell Center. Oder wie man das auch ausspricht. Gut, hätten wir das geschafft. War jetzt auch nicht unbedingt so eine gute Fahrt. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Beförderte Fahrgäste 45, Bonuspünktlichkeit 82%, Bonusfahren 29% und Strafefahren 5%. Boah, kann man mitarbeiten. Gut, dann hätten wir auch schon Stufe 2 vollständig abgeschlossen. Beim nächsten Mal geht es mit der Stufe 3 weiter. Die Straße gibt ein Herz. Oben links. Lustig. Ach du meine Güte. Das sieht nach einer langen Fahrt aus. Erstes Mal Doppeldeckerbus. Ja, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Bus Driver. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.